Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Könner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Benjamin an. Dieser hat über Themani 2.0 geschrieben, welches er mit 4,4 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Der Verkauf von eigenen T-Shirts ist ein florierendes Geschäft und dabei ist es längst nicht mehr nur Modedesignern oder Stars oder Bands vorbehalten. Es gibt bereits mehrere Anbieter, bei denen man eigene Shirts herstellen und verkaufen kann. Wenn man dies geschickt anlegt, kann man daraus ein beträchtliches Nebeneinkommen aufbauen oder sogar sich davon ernähren. Themani 2.0 beschäftigt sich genau mit diesem Fall und kommt von dem, der es wissen muss. Daniel Geisblinkler. Daniel Geisblinkler ist Online-Unternehmer aus Leidenschaft. Er hat den Sprung geschafft vom Postboten zum smarten Solounternehmer mit einem kleinen Team aus zwei Freelancern, die auf Abruf für ihn arbeiten. Die Leidenschaft hat er vor 6 Jahren entdeckt und begann sich mit dem Thema Online-Marketing auseinanderzusetzen und erkannte die Möglichkeiten. Angefangen hat er mit einem Online-Shop über Spreadshirt, welche für einen Zeitraum nicht mehr als 50 Euro im Monat abwarf. Deshalb musste etwas anderes her und Versuche als Affiliate und Versicherungsmakler waren ebenfalls nicht zufriedenstellend. So kaufte er sich diverse weiterbildende Bücher und erweiterte sein Wissen. Heute verkauft er erfolgreich T-Shirts, hat darüber ein Produkt konzipiert mit Themani und schreibt regelmäßig Beiträge auf seinem Blog. Dort kann man auch nachvollziehen, wie viel Erfolg er bis jetzt mit seinem ersten digitalen Informationsprodukt hatte. Der Kurs besteht aus 7 Modulen, die einem zum erfolgreichen T-Shirt-Business führen sollen. Alle Module beinhalten mehrere Videos, manche sind über 30 Minuten lang. Das erste Modul beschäftigt sich erst einmal mit dem persönlichen Mindset. Geistwinkler möchte hier Tipps zum richtigen Mindset geben und wie man wie ein Unternehmer denkt. Auch wenn man hier vielleicht versucht, ist dieses Modul zu überspringen, ist es sehr wichtig. Der Aufbau eines Internetgeschäfts mit dem Verkauf von T-Shirts benötigt Langatmigkeit und viel Vorbereitungszeit. Man muss am Ball bleiben und man darf nicht aufgeben, wenn die ersten Kampagnen nicht so anlaufen, wie man es sich vorgestellt hat. Der wichtigste Schritt ist also, an dem eigenen Durchhaltevermögen zu arbeiten. Wenn man weiß, wie alles funktioniert, aber dazu tendiert, Sachen nicht zu beenden oder schnell wieder in die Ecke zu legen, dann nützt einem dies nichts. Im zweiten Modul zeigt der Geistwinkler erst einmal, welche Accounts man überhaupt benötigt und wie man diese einrichtet. Dabei spielt natürlich Facebook eine Rolle und ein Anbieter wie T-Silly. Zudem werden auch einige Tools vorgestellt, die das zukünftige Arbeiten effizienter und leichter gestalten sollen. Das gehört noch alles zu den Vorbereitungen, wobei die Einrichtung des Accounts vorerst wenig Zeit frisst, die wahren Zeitfresser kommen erst noch. Modul 2.1 nennt sich effektive Arbeiten und es geht um strukturiertes Arbeiten. In einem Video zeigt Geistwinkler, wie man beispielsweise seine Arbeitswoche durchplanen kann für die maximale Ausnutzung von vorhandener Zeit, für Struktur und Effizienz. Modul 3 handelt von der richtigen Strategie. Erklärt werden skalierbare Konzepte oder Sprüche für eine bestimmte Nische, in der man sich bewegt. Wenn man beides hat, sagt Geistwinkler, findest du ein gutes Konzept, welches du auf verschiedenen Nischen anwenden kannst, dann hast du einen Volltreffer und erzielst locker Umsätze von mehreren 10.000 Euro nur von einem skalierbaren Konzept. Modul 3.1 und 3.2 handelt davon, wie man mögliche Nischen auffinden kann und wie man die nötigen Ideen entwickelt, die letztlich auf das T-Shirt gebracht werden sollen. Im vierten Modul geht es dann an die T-Shirts ran und wie man das richtige Design findet, wie man an Designs kommt, auch wenn man diese selbst nicht erstellen kann. Hier werden noch diverse Tipps gegeben. Modul 5 geht ans Facebook-Marketing. Das komplette Modul beschäftigt sich ausschließlich mit der Werbung auf Facebook, angefangen bei der Zielgruppenfindung bis hin zur Gestaltung der Werbung und schließlich zur Veröffentlichung. Das alles ist sehr umfangreich und andere würden das in einem separaten Kurs packen. Modul 6 handelt vom Relaunch, Retargeting, Lookalike-Audiences und dem Verkauf von T-Shirts auf internationale Märkten. Hier spielt Facebook immer noch eine große Rolle, da es mit Lookalike-Audienz immer noch um eine spezielle Zielgruppe geht, die der ursprünglichen Zielgruppe ähnelt. Retargeting ist ein mächtiges Marketingwerkzeug, bei dem man Interessenten im zweiten Schritt zu Kunden macht. Sprich, sie haben schon einmal deine Seite besucht und den Shop durchstöbert, aber nichts gekauft. Wenn sie sich nun das nächste Mal bei Facebook einloggen, bekommen sie direkt Werbung von deinem Shop angezeigt. Die Chancen stehen hoch, dass sie sich die Sachen noch einmal näher anschauen und letztendlich doch noch kaufen. Das letzte Modul gibt noch einmal abschließend Tipps und Ninja-Strategien. Zudem geht es hier noch um die Facebook-Mastermind-Gruppe, zu der man mit dem Kauf von Themani 2.0 eingeladen wird. Die Community hat einen regen Austausch über ihren Weg zum eigenen Business. Dort werden täglich neue Erfolge gezeigt von den unterschiedlichsten Menschen. Das kann man sich selbst zur Motivation nehmen. Außerdem kann man sich dann natürlich auch noch zusätzlich Support suchen, wenn man gerade an einer Sache verzweifelt. Lange habe ich hin und her überlegt, die T-Shirt-Formel, worüber auch hier bei Produktkenner geschrieben wurde, oder Themani 2.0.
Entschieden habe ich mich dann für Themani 2.0, da die Aktualität mehrfach gelobt worden ist, durch ständige Aktualisierung. Und auch das Modul über Facebook wurde hervorgehoben. Da ich auch da noch Erfahrungen sammeln musste, dachte ich, dass ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlage, und so war es auch. Nach 4 Wochen intensiver Bearbeitungszeit und einigen Tagen, wo mein Kopf vor Input fast überquillt, bin ich froh mit dieser Entscheidung. Man bekommt so viel geboten, hochwertige Informationen und Inhalte. Es wird jeder Bereich detailliert beschrieben und abgearbeitet. Man ist bei jedem Schritt dabei und der Verkauf von eigenen Klamotten kommt allmählich in den Bereich der Dinge, die man sich zutraut. Ja, es ist eine Menge Arbeit. Ich bin zurzeit noch dabei, mir ein Konzept zu überlegen, welches ich durchziehen möchte. Ich bin auf jeden Fall top motiviert und hoffe, dass ich meine Ziele erreichen werde. Nicht viele Kurse dieser Art haben so viel bei mir ausgelöst wie dieser. Wer also interessiert an dem Geschäft mit eigenen Pullovern, T-Shirts und Tassen ist, der kann ruhigen Gewissens sich Themani 2.0 kaufen. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben, und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.